Hallo, hier ist wieder Igor von Igor's Lab und heute habe ich für alle Radeon 7 Besitzer eine wirklich gute Nachricht. Wir haben die RTG gegründet auf meiner Homepage, die Radeon Tweaker Group. Und da vereinigen sich alle, die wir aus dem Internet schon kennen, für Untervolting, für Kühlermods, für Overclocking. Ja, die Powerplay Tables sind ja vielen von euch hier schon im Begriff. Und wir haben auf meiner Homepage eine spezielle Seite eingerichtet. Und da habe auch ich mit meinem Messequipment mal ein bisschen mitgemacht. Und wir haben es geschafft, eine normale Radeon 7 im Gaming-Betrieb unter Volllast um fast 70 Watt sparsamer zu machen. Ohne dass wir irgendwas umgebaut haben. Wir haben lediglich ein paar Einstellungen geändert. Und ich habe das mit meinem Equipment auch mal nachgemessen. Also nicht, dass man jetzt sagt, ey, da hat jetzt hier so die 70 Watt. Nein, wir haben sogar den Beweis dafür. Und ich zeige euch das jetzt mal, weil so sah es vorher aus. Wir sehen jetzt die Leistungsaufnahme dieser Karte. Und die ist beim Gaming richtig fett. Und wenn wir jetzt mal schauen, das im direkten Vergleich zwischen vorher und nachher, dann ist das eine Hausnummer. Und wenn ich jetzt dazu noch schaue, wie sich die Spikes um fast 100 Watt verringert haben, dann freut sich sogar mein Netzteil. Und ich habe noch eine gute Nachricht für euch. Die Karte ist nicht etwa langsamer geworden, die Karte ist sogar schneller geworden. Vor allem die Frametimes haben sich nochmal deutlich verbessert, weil nämlich auch die Taktraten viel konstanter gehalten werden können. Wie man das alles einstellt, das erfahrt ihr natürlich auf meiner Homepage, weil das kann ich euch jetzt hier nicht erzählen, das ist einfach zu viel. Ja, mal https://tomsav.de ansteuern und auf den heutigen Artikel klicken und nach der Radeon Tweaker Group suchen. Und da haben wir eine wirklich detaillierte Anleitung für jeden, da muss man wirklich nichts groß können, wie man eine Grafikkarte untervoltet und wie man dann mit dieser Radeon 7 auch neue Effizienzrekorde für die Radeons aufstellt. Und wem das nicht genug ist und wer auch gerne mal den Kühler umbauen möchte, momentan gibt es noch keinen Wasserblock, aber wir haben ein paar Leute aus der Community, die haben mit sehr wenigen Handgriffen und dem Originalkühler nur mit anderen Lüftern fantastische Ergebnisse erzielt. Und dann kommt man sogar mit der Leistungsaufnahme und der Voltage noch ein bisschen runter und das Ergebnis sieht am Ende sogar noch besser aus. Und wenn man besser kühlt, dann kann man vielleicht sogar auch übertakten. Und auch dafür haben wir Powerplay-Tables bereitgestellt. Die stehen auf unserer Homepage zum Download bereit. Das muss man einfach bloß runterladen, anklicken, in der Registry eintragen lassen und dann war's das. Und ein bisschen Troubleshooting haben wir auch. Ne? Also wer jetzt schon mal viele Grafikkarten in seinem System drin hatte und jetzt nicht so richtig weiß, wie er es tweaken soll, wir haben sogar eine Anleitung dafür, wie man seine ganzen alten Leichen, die alten Einträge mit einem Klick löscht. Das ist relativ easy zu lösen und dafür haben wir unsere Community. Und ich lade euch alle recht herzlich ein, sich das mal anzugucken, weil also wer eine Radeon 7 hat und sagt, wow, das Ding säuft wie ein Loch, das muss ich jetzt nicht haben und die wird zu heiß, dann sind wir nämlich genau auf dem Punkt. Alles, was ich an Leistung nicht zuführe, und das sind ja immerhin fast 70 Watt, muss ich nachher als Abwärmer auch nicht abführen. Denn die Karte setzt ja quasi alles eins zu eins in Wärme um. Und das, was ich nicht abführen muss, das höre ich nicht. Das macht mein Gehäuse nicht warm und das lässt meine Karte deutlich stabiler laufen. Also das lohnt sich wirklich und ich kann allen nur raten, wer so eine Karte hat, macht das unbedingt. Natürlich hat man so ein bisschen das GPU-Lotto, mal ist die Karte ein bisschen besser, die andere Karte ist ein bisschen schlechter. Also wenn man reingeht, man muss halt schauen, meine Karte läuft mit 920 Millivolt noch stabil durch. Andere Karten schaffen das mit 940 oder mit 960 Millivolt, wenn man das entsprechend im Wattmann so bei 1,8 GHz einstellt. Ich habe auch mit der Lüfterkurve gespielt. Wir haben Lüfterkurven voll aufgedreht. Wir haben es automatisch machen lassen. Also wenn man gar nichts groß ändert, sondern nur untervoltet, stimmt plötzlich auch diese verrückte Lüfterkurve. Und ich habe es geschafft, mit dem Originalkühler und den Originallüftern von knapp 3000 Umdrehungen pro Minute und immerhin fast 50 dBA runterzukommen auf 1850 bis 1860 Umdrehungen pro Minute. Ja, und dann sind das keine 41 dBA mehr und dann ist man sogar noch leiser
als eine RTX 2080 Ti Founders Edition. Gut, die 2080 Founders Edition wird man nicht ganz erreichen. Die ist noch einen ganz kleinen Tick leiser, aber es ist fast das gleiche Niveau. Weil im Endeffekt, die Leistungsaufnahme ist sich ja auch sehr ähnlich. Und ich will ja nichts verraten oder spoilern, aber also wenn ich in Ultra HD mit voller Grafiklast, mit der Radeon 7 und 225 Watt effektiven Verbrauch für die gesamte Karte, also richtiger Boardpartner, gemessen mit meinem teuren Equipment. Wenn ich damit hinkomme, dann habe ich eigentlich AMD die ganze Arbeit abgenommen. Und genau dazu laden wir euch wirklich mal in unser Forum ein. Da könnt ihr mitdiskutieren und lest euch den Artikel auf der Homepage durch. Es sind ja nur 6 Seiten. Aber es sind 6 Seiten, die sich wirklich in sich haben. Also gebt eurer Maus einen kleinen Stoß und lest auch mal. Weil genau das lohnt sich. In dem Sinne, wir sehen uns im Forum. Tschüss.